Hallo meine Lieben. Ja, heute ist es soweit. Heute ist der 30. Januar. Am 1. Februar ziehen wir mit den Pferden um. Und da ich morgen lange in die Uni muss und wir nicht am 1. Februar dann noch so viel umziehen wollen, auch dem jetzigen Stallbesitzer gegenüber das noch ein bisschen unfair finden, wenn wir dann so extrem lang am 1. Februar quasi noch da wären. Mit den Pferden und so und mit meinen ganzen Sachen haben wir uns dazu entschlossen, heute schon, soweit alles geht, meine ganzen Stallsachen, also mein Stallhaushalt, wenn man das so nennen will, quasi umzuziehen. Genau, und dann nehme ich euch selbstverständlich mit, denn ihr habt es euch gewünscht, dass ich euch mit zu meinem Umzug nehme. Ich versuche es so gut wie möglich irgendwie alles mitfilmen zu können, was ich mache. Es wird auch ein großer Teil von den Sachen nach Hause müssen. Psst, das weiß meine Mama noch nicht. Und die kann mich jetzt auch gerade nicht hören. Ja, ich habe im neuen Stall halt natürlich nicht so viel Platz, wie ich jetzt im eigenen Stall hatte. Und musste auch noch überlegen, ob ich mich da vielleicht von den ein oder anderen Sachen noch trennen muss. Aber ja, also wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich mich noch von was trennen muss, bis das Video hier online geht, dann schreibe ich euch einfach mal meinen eBay-Kleinanzeigen-Link unten in die Infobox rein. Also wenn ihr da Lust haben solltet, dann könnt ihr da reinschauen und das vielleicht was finden, was ihr braucht oder ihr gebrauchen könnt, was ich einfach wahrscheinlich dann platzmäßig nicht mehr so bei mir lagern kann oder einfach entschieden habe, dass ich einfach zu viel von etwas habe. Das kommt bei mir leider auch ein bisschen häufig vor. Ja, genau. Nee, ich schnack schon wieder viel zu lang. Ich gehe jetzt in den Stall, versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Stall wieder. Und bitte ignoriert meine Augenringe. Ich habe eine extrem anstrengende Woche hinter mir. Ich stehe gerade auch kurz vor der Prüfungsphase zusätzlich. Kommst du nichts und ja, bekomm sehr, sehr wenig Schlaf. Und da es nur in den Stall geht, sehe ich das nicht wirklich ein, jetzt mir hier komplett mich einmal zuzukleistern. Das muss nicht sein. Und deswegen heute die fast ungeschminkte Wahrheit, außer ein bisschen Wimperntusche. Also, bis gleich. Ich habe jetzt die Jungs fertig gemacht. Ich habe hier noch den letzten Kanister vor mir stehen, den bringe ich jetzt gleich noch rüber. Aber die haben schon 60 Liter in ihrem Bottich drin und können ganz normal trinken. Und ich wollte euch einfach mal die traurige Wahrheit zeigen, denn vor 2 Wochen habe ich euch gezeigt, wie meine Sattelkammer eigentlich aussieht oder aussehen sollte. Und jetzt zeige ich euch mal die traurige Wahrheit, wie sie jetzt eigentlich aussieht, wo ich sie ausräumen muss, weil ich habe da auch erwähnt, da steht noch einiges drin. Und ja, seht selbst. Ja, so sieht meine Sattelkammer nämlich wirklich aus. Ja, Regal und so sieht natürlich alles trotzdem noch so aus, wie es aussah, so etwa, aber hier stehen die ganzen Sachen, die ich rausgestellt hatte. In der Tonne befinden sich meine ganzen Winterdecken und auch Abschlussdecken. Die zieht auch definitiv mit um. Ich denke, die Winterdecken werde ich rausnehmen, beziehungsweise jetzt erstmal drin lassen. Letztlich sollen da aber wieder Abschlussdecken rein. Aber da sind aktuell dreckige Winterdecken drin und ja, die möchte ich mir nicht so einfach auf den Dachboden legen oder vakuumieren, sondern die müssen dann erst in die Wäscherei. Aber das mache ich immer erst nach dem Winter, alle zusammen. Ja, dann ist noch in einem von diesen Tonnen etwas Mesh drin. Das werde ich aber hier noch auf dem Mist entsorgen, denn das ist mittlerweile sehr alt und ich habe Neues bestellt, weil ich das einfach nicht mehr füttern möchte und die andere ist leer. Ja, die werde ich wahrscheinlich auch entweder entsorgen oder günstig hergeben. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und hinter der Tonne befindet sich auch noch mal eine Futtertonne. Das ist meine Lieblingsfuttertonne eigentlich. Und die zieht auch definitiv mit um. Und in die kommt dann auch noch Futter rein. Ja, und sonst ist eigentlich quasi alles noch so in etwa, wie es war. Außer, dass die Gamaschen ein bisschen anders zusammengemacht sind. Das war meine Reitbeteiligung, aber ja, genau. Dann wollte ich euch noch schnell zeigen, was ich jetzt mit nach Hause nehme.
Und zwar sind das diese beiden Kisten, in denen meine Schabracken aufgehoben sind. Ich weiß nur nicht, ob ich die ins Auto reinbekomme. Das muss ich jetzt dann mal testen, sonst räume ich die jetzt aus. Vielleicht kriege ich sie dann ins Auto rein oder ich muss sie später, wenn wir mit dem LKW kommen, da mein Spind bei uns zu Hause aktuell steht, der muss ja auch mit in den neuen Stall. Und ja, dann nehme ich die Kisten einfach mit dem LKW dann mit. Die kommen bei uns auf den Dachboden oben und dann lege ich mir Schabracken, erst, also irgendwie zwei oder so für Dressur, zwei für Springen in den Spind rein, dass ich eine Schabracke zum Wechsel dann schon im Stall habe. Und dann hole ich halt einfach oben vom Speicher bei uns mir eine neue Schabracke, wenn ich dann eine brauche. Wenn ich eine alte quasi zum Waschen mit nach Hause nehme. Ja, genau. Aber jetzt sieht man hier auch, hier stehen sogar zwei Futtertonnen. Drin waren und fülle da einfach schon mal alles ein, was hier oben im Regal liegt. Denn ich glaube, so kriegen wir die am allerleichtesten, am allerschnellsten die Sachen umgezogen. Ja, ich gucke mal, wie ich euch hinstelle, dass ihr mich da so ein bisschen bei beobachten könnt. Jetzt einmal schnelle Deckel. Okay, ich habe ihn schon hinter mir stehen. So, da kommen jetzt noch die Verschlüsse drauf. Die liegen aber hinter euch. Und genau, dann nehme ich die zweite Kiste und fülle die zweite Kiste. Was bei mir im Stall nie fehlen darf, Reißzwecken und kleine Nägel. Irgendwie brauche ich die immer und eigentlich ist auch irgendwo ein Hammer, keine Ahnung, wo der aktuell ist. Einmal ist mein Pilzmittel drin und hier oben eben noch mein Verbandskasten, ein Eimer mit Leckerlis, zwei leere Flaschen, die jetzt leer gut müssen. Und hier ist noch meine blaue Plane, die kriege ich noch mit rein. Aber jetzt habe ich dann doch den Großteil extrem schnell eingepackt. Also das Regal ist quasi bis auf die Sachen leer. Ja, Deckel drauf, würde ich sagen. Müll ins Auto laden, soweit ich das noch ins Auto bekomme. Und dann kann es nach Hause gehen und dann letztlich losgehen mit dem wirklichen Umzug. Müll haben wir hier unten in meinem eigentlichen Karotteneimer, das ist eigentlich eine Wäschetonne, gesammelt. Ich habe hier noch gelbe Decke und da stecke ich das jetzt einfach alles rein, weil ich glaube, ich probiere es so ins Auto zu bekommen, sonst stecke ich es in den gelben Sack rein. Aber dafür muss ich mich hier erstmal wieder so ein bisschen umsortieren.
Sattelkammer zu und dann geht es jetzt erstmal nach Hause, flink. Da die Sachen ausräumen und ja, dann geht's weiter. Hi, ja, wie ihr sehen könnt, es ist mittlerweile dunkel. Wir fahren gerade von Grazia im Stall zu mir in den Stall. Meine Mama fährt vor mir direkt mit dem LKW. Wir laden den jetzt noch ein. Das ist aber einfach zu dunkel, um es zu filmen. Also ich habe jetzt hier das Licht an, im LKW habe ich nicht so viel Licht. Ja, genau. Hat sich alles ein bisschen länger gezogen, weil wir auch erst gucken mussten, wie wir an die Schlüssel vom LKW drankommen, da die bei meinem Stallbesitzer im Safe waren und sie, was ich nicht wusste, im Urlaub sind. Und ich musste sie jetzt im Urlaub anrufen und wir mussten jetzt gucken, dass wir an diesen Schlüssel drankommen, um halt die Pferde auch am Mittwoch umstellen zu können. Ja, wir 5 Minuten sind wir im Stall und dann räume ich alles ein und dann sehen wir uns am Mittwoch, wenn wir die Pferde umstellen, wieder. Bis dahin!